Wir sind zurück mit 4-2 jetzt wieder. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt geht's weiter. Ist ja eh nicht mehr so wirklich viel. Ja, Power Armor am Arsch. So, der erste kriegt gleich die Breitseite, der zweite kriegt's gleich mitten in die Face. So wie sich das gehört. So. Ja, Power Armor kannst du dir in den Po stecken. Und zwar richtig tief rein. Deswegen kriegst du jetzt auch noch eine Kugel. Und das hat gleich noch ein paar andere Idioten angelockt. Die kriegen aber auch noch ein bisschen was ab. Ist gut, Leute, ist für alle da. Ne? So ist es ja nicht. Aber ihr seht schon, die drängen sich wirklich darum, alle eine reinzukriegen. Und das kriegen sie auch. Da klaut einer mein Fahrrad. Finde ich auch nicht okay. Die Knarre können wir wegpacken. Obwohl, ich hätte sie eigentlich mitnehmen sollen. Sage ich jetzt schon, denn... Es wird doch ganz schön viel los sein, mehr als ich eigentlich vermutet hatte. Zu dem Zeitpunkt dachte ich, es ist nicht sehr wirklich viel, also Arschlecken. Aber es ist doch ein bisschen mehr. Und da ist der erste. Und irgendwie habe ich ein bisschen verschossen. Okay, die zweite Kugel sitzt dafür umso mehr. Das Gewehr brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Denn es ist nicht der einzige Knallkopf, der hier rumrennt und einen auf Scharfschützen machen will. Von daher. So, immer schön Rüstung mitnehmen. Kann man immer gebrauchen. Granatenwerfen kommt auch immer gut. Und jetzt wissen wir, warum es schwer gepanzerte Soldaten sind. Die halten nämlich wirklich ein bisschen mehr weg. Aber sie können immer noch Houdini-Style. Ja, wie gesagt, das ist die deutsche Version. So, Headshot. So. Nichtsdestotrotz, wir gehen weiter. Suchen uns die nächsten Gegner. Denn hier irgendwo lungert gleich noch ein Scharfschütze. Das war nicht der einzigste. Ja, wo ist er denn? Da ist er. Versucht in Position zu gehen, aber nicht mit uns. Wir sind hier die Schnelleren. Wir sind schneller als Lucky Luke. Und schneller als der Schall und als der Blitz. Und ach, was weiß ich noch alles. Denn wir haben Zeitlupen-Modus. So. Ihr seht schon, wir kommen jetzt mal aus diesen öden Gebäuden raus und aus diesen Tunneln und so. Jetzt sind wir wieder draußen und ich finde, im Gegensatz zu drin sieht es echt abwechslungsreicher aus. Klar, es ist alles trüb. Ich meine, hier ist eine Bombe explodiert. Da kann man jetzt hier nicht Friede, Freude, Eierkuchen erwarten und schon gar keine bunten Städte. Ich weiß ja auch nicht. So, zerbombte Gebiete haben immer so... triste Gegenden, das ist Absicht, das ist logisch. Da ist noch ein Scharfschütze, aber den machen wir einfach jetzt so kalt. So. Und jetzt ist Schluss da oben. Ich muss bloß gucken, wie ich hier aus diesem Dreck rauskomme. Ah ja, gut, hier vorne. Sieht ganz praktisch aus und da sind doch schon die nächsten Kloppies. Meine Güte, hier ist ja schon was los. Wie gesagt, hätte ich das... von vornherein gewusst, ich hätte es eigentlich ahnen müssen, dann hätte ich die Energiewaffe behalten. Es waren zwar nur noch zwei Schuss, aber ich glaube, die wären hier jetzt gar nicht mal so verkehrt gewesen. Auch wenn ich die Granaten jetzt irgendwie verhaue, irgendwie unterschätze ich meine Gegner gerade ein bisschen, weil sie bis jetzt immer schwach waren, aber jetzt kommt so langsam der Moment, da werden sie ein bisschen dolle stark, weil hier zieht der Schwierigkeitsgrad gewaltig an. So ab jetzt so ungefähr. Das wird jetzt die ganze restliche Zeit so gehen. Das werdet ihr später auch noch sehen, dass da echt viel los ist und es wird echt schwer werden. Im Vergleich zu dem, was wir jetzt bis jetzt alles hatten. So, ist ja auch Ruhe. Ja, du kannst die Fresse halt nur liegen bleiben, weil der wird gerade wieder aufstehen, ihr habt es schon gesehen. Aber der kann weiter im Dreck suchen. Der Klops. So. Ist das auch erledigt? Und da kommt wieder ein extrem schwer gepanzerter mit Laser. Und achtet auf unsere Lebensenergie. Die geht jetzt nämlich rapide runter. Ja, das macht ganz schön Aua. Und ja, jetzt habe ich ein kleines Problem. Gut, jetzt machen wir Laser gegen Laser. Und das ist nicht so schlau, aber was Stärkeres habe ich gerade nicht. Ich glaube, es wird ein bisschen fressen. Habe ich Glück gehabt, dass er doch tot gegangen ist. Das war jetzt Glück, das hätte auch nach hinten losgehen können. Ihr seht schon, wie gesagt, es wird ab hier so ein bisschen schwerer.
Das sage ich natürlich nicht einfach so. Das ist auch wirklich so. Gut, hier haben wir wieder eine Rüstung. Von daher ist das alles schnell vergessen. So, wieder automatisch speichern. Ihr seht, das ist recht oft. Und ihr seht, da steht Keegan. Den suchen wir nämlich immer noch. Ah! Da ist Alma. Ich hoffe, ich konnte euch mehr erschrecken als Alma. Wäre jetzt nicht schlecht. Wir werden wohl große Umwege machen müssen, um Still Island zu erreichen. Ja, ihr wisst ja, was in diesem Spiel wir heißt. Wir heißt eigentlich immer ich in diesem Fall, weil ich es ja spielen muss. Beziehungsweise unser Charakter hier. Da halten die sich ja eh gepflegt raus. Nun gut. Da ist wieder so ein kleiner Stromkasten. Den können wir schön runterschießen. So. Und mit dem Bumm ist auch der Part vorbei. Wir sehen uns dann im nächsten, beziehungsweise hören. Haut drin.